Wie lange dauert es, alle Assassin's Creed Games durchzuspielen? Wir klären diese Frage in dem Video. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Das wäre wirklich legendär. Und ja, wir haben heute eine absolute Mega-Premiere, denn ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser ersten PowerPoint auf meinem YouTube-Kanal. Standesgemäß hässlich designt und schlecht zu lesen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und ja, wir starten jetzt direkt mit der PowerPoint-Präsentation. Wie lange dauert es, alle Assassin's Creed-Spiele durchzuspielen? Ein Vortrag von Fragnard. Assassin's Creed, das allererste Spiel, das braucht für den Komplettionisten, ja, also Completionist bedeutet immer 100%. Ihr sammelt alle Standarten ein, macht alle Nebenquests, synchronisiert jeden Außenposten und so weiter. Muss man ja gar nicht machen in AC1. 31 Stunden. Um nur die Story durchzuzocken, 15 Stunden. Die Quelle für die Angaben ist übrigens How Long to Beat. Die machen so einen Mittelwert aus allen Playthroughs, die quasi gemeldet werden. Wenn ihr ein Spiel durchgespielt habt, könnt ihr quasi da dann sagen, jo, ich habe 1 Million Stunden gebraucht. Und andere brauchen dann vielleicht nur 10 und daraus ergibt sich dann eben irgendwann dieser Median oder Durchschnitt. Ich weiß gar nicht, was sie da genau herangezogen haben. Für Assassin's Creed 2, Ezio, brauchst du dann schon 19 Stunden. Wenn du alles machst, alle Federn sammelst, 35 Stunden. Das ist gar nicht so verrückt, muss man sagen, denn ich hatte das immer als unglaublich schwierige Aufgabe im Kopf, aber 35 Stunden sind vor dem Hintergrund, dass heutige Spiele locker länger dauern, sehen wir auch gleich, wie lange die neuen Teile dauern, echt nicht so viel. Also mit Ezio war man dann scheinbar 19 bis 35 Stunden unterwegs, wobei man mit ihm ja noch mal weiter in AC Brotherhood unterwegs war. 15 Stunden auch hier für die Main Story, genauso wie bei AC1. Und für alles brauchst du allerdings 41,5 Stunden. Brotherhood, sehr schönes AC, muss ich sagen. Hat mir ganz gut gefallen. Etwas anders sah es dann bei Revelations aus. Da war man dann mit 12,5 Stunden schon durch. Hier nochmal, es ist einfach legendär. Revelations, muss ich sagen, bis heute das beste Ende von allen Assassin's Creed-Titeln. Ich habe noch nicht 34,5 Stunden darin verbracht, sondern eher so wahrscheinlich 12 bis 15. Beim ersten Marathon war ich echt langsam, muss ich sagen, beim Assassin's Creed Marathon 2020. Ich war auch noch echt schlecht und AC1 bin ich gestern auch tatsächlich gar nicht gestorben, nur einmal aufgrund eines Bugs. Und ansonsten wurde ich da im ersten Marathon echt weggefrackt von den Gegnern. Das waren noch andere Zeiten. Für AC3 brauchst du 16 Stunden. Also ihr seht, das ist alles sehr, sehr überschaubar. Es wird zwar tendenziell vielleicht ein bisschen mehr werden, aber es ist noch überschaubar. Wobei 100% jetzt tatsächlich nochmal deutlich länger dauert als vorher. Hier mit 41 Stunden, hier 34 Stunden, jetzt auf einmal 54 Stunden. Es gibt also deutlich mehr Nebenaktivitäten in AC3, Jagen und so weiter. Dann ging es noch weiter, ja, mit Liberation im kleinen Teil. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, soll ich den überhaupt im Marathon spielen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ist ja nicht das krasseste AC, to be honest. So, das Ende war ein bisschen überraschend und cool geschrieben, aber ansonsten hat mich da nichts dran umgehauen. Und am Ende halt auch nur so wirklich die letzte Szene und that's it. Will ich euch jetzt nicht spoilern, falls wir es doch im Marathon spielen, wäre ja nur 2 Streams mit 8 Stunden, ist man da schnell durch, wenn man es auf 100% spielt. 16 Stunden, also auch das geht. Aber weniger überschaubar wird es dann jetzt schon so langsam mit AC4 Black Flag. Ich meine, wie geil war das mit Edward über die See zu schippern, auch ein ziemlich cooles Artwork von ihm hier. Das Schiff abzugraden, das dauert so seine Zeit. Man kann farmen ohne Ende, man kann die legendären Schiffe besiegen. Gab so einiges zu tun. 60 Stunden, wenn ihr es auf 100% bringen wolltet und 23 Stunden, wenn ihr nur die Main Story zocken mögt. Also ich persönlich muss sagen, Main Story reicht mir da. Ein bisschen grinden allerdings total gerne für mich. Das macht dann doch immer Spaß. Ja, nicht nur der Hintergrund überzeugt, sondern auch das Spiel. Assassin's Creed Rogue. Für die Main Story 10,5 Stunden, also mal wieder ein kurzes AC, ähnlich wie Liberation, und für 100% dann 40 Stunden. Also ihr merkt, überproportional viel Side-Content ist hier in diesem Spiel tatsächlich drin, ne? Also hier hatten wir im Vergleich zum Beispiel das Doppelte an 100% Content, hier so, ja, das 3- bis 4-fache, hier haben wir auf jeden Fall das 4-fache. Für so ein kleines AC ist es dann auch tatsächlich eine große Sache. Eine sehr, sehr große Sache war dann Paris. Paris,
17 Stunden, das ging ja noch. Aber 80 Stunden für 100%? Holy shit. Unity hat so einiges zu bieten an Content und nicht nur ein wunderschönes Artwork, wie ich finde, hier von Arno. Ja, auch schönes Gameplay, hoffentlich. Ich bin gespannt. Beim ersten Marathon war Unity mein am wenigsten favorisiertes Assassin's Creed. Vielleicht ändert sich das. Ich habe es ja neulich nochmal gespielt und da fand ich es cool. Ich komme jetzt auch, ne, muss man dazu sagen, viel besser mit der Steuerung klar als damals 2020, als ich das Ganze zum ersten Mal bewertet habe. AC Syndicate, 18,5 Stunden, 54 Stunden. Da sind wir etwas kleiner unterwegs, was das anging. Und ja, gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. War legendär, mit dem Greifhaken über die Dächer zu flattern. Das war doch eine coole Sache. Jetzt kommt der große Switch. Und ich glaube, ihr habt schon vielleicht eine Zahl im Kopf. Aber für AC Origins, da braucht man so einige Zeit. Mindestens 30 Stunden, wenn du nur die Hauptstory zockst. Für alles 83 Stunden. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Menge. Übrigens, nochmal der Call, keine DLCs, ja, also die sind da raus aus der Rechnung. Keine DLCs, nur die Story. Ich hatte sogar 35 Stunden im Kopf. Als routinierter Origins-Spieler vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn du es dann gut kennst. Dialoge skippen natürlich, ne, ist verboten. Das zählt da dann eben so mit rein. Assassin's Creed Odyssey dann 43 Stunden, also hier haben wir nochmal ordentlich draufgelegt. Die Games werden länger und länger für 100%, 136 Stunden. Ich habe ja 100%, aber ich habe nicht jeden Ort abgeklappert. Ich habe sehr viel Conquest Battles gemacht, sehr viel legendäres Live-Event im Stream. Ja, also Odyssey immer noch ein sehr schönes Game. Hier mit dem Cassandra-Artwork, sie ist ja die eigentlich richtige Protagonistin für Odyssey. Und ich kann nur sagen, ein super tolles Spiel, was sehr, sehr lange geht. Und das war der Brecher im letzten Marathon. Aber wir haben natürlich jetzt einen neuen Brecher für diesen Assassin's Creed Marathon, der den Marathon nicht unerheblich verlängert. Denn Assassin's Creed Valhalla dauert im Schnitt 56,5 Stunden nur für die Story. Was andere auf 100% oder wo die ersten ACs, wo du zwei Stück auf 100% hättest zocken können, brauchst du jetzt alleine für die Geschichte von Valhalla. Und ich muss sagen, Valhalla zieht sich. Auch im Vergleich, diese 13,5 Stunden zu Odyssey, das sind keine 13,5 Stunden mehr wert, die diese Story mehr bietet, sondern wirklich 13,5 mehr gestreckte Stunden. Odyssey war schon gestreckt. Origins war ja schon ein Sweet Spot, meiner Meinung nach. Das ist fast doppelt so lang. Auf 100%, überrascht es mich, ist es angeblich weniger als Assassin's Creed Odyssey. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ja, ich kann nur für meinen Teil sagen, ich glaube, ich habe noch gar keine 100% in Valhalla. Habe noch lange nicht alle Orte gesehen. Ja, es ist cool, aber es ist zu viel und es ist zu verbuggt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie gut wir da durchkommen, denn wenn wir 4 Stunden pro Stream ansetzen, dann zieht sich Valhalla ganz schön viele Streams. Fassen wir mal zusammen. Na, ich habe das hier natürlich auf einer wunderschönen Folie zusammengefasst. Ich hoffe, ihr feiert übrigens diese professionelle Herangehensweise, das hier mit einer PowerPoint zu gestalten. Alle Spiele ohne DLC dauern 323 Stunden. Nur für die Story. Wollt ihr 100% erreichen, müsst ihr 800 Stunden Assassin's Creed spielen. Da müsst ihr auch durchziehen, durch die Story durchziehen, alle Orte abklappern. 800 Stunden, da seid ihr gut mit dabei. Haben manche von euch alleine in den letzten 2 ACs, das weiß ich. Yes. Also es gilt zumindest für mich. Da habe ich so, in den letzten 3 ACs habe ich, glaube ich, auch schon so um die 1000 Stunden. So viel braucht man aber für alle. Und jetzt kommt's, alle Spiele mit DLC. 448 Stunden für alle Spiele, nur Story mit DLC. Ja, das sind alleine 130 Stunden DLC-Content hier im Vergleich nochmal. 130 Stunden DLC-Content und jetzt kommt's, ungefähr 1200 Stunden, wenn ihr alles machen wollt in allen Assassin's Creed Games. Das mag für WoW oder Diablo-Spieler wie mich eigentlich erstmal wenig klingen, aber man darf nicht vergessen, es sind Singleplayer-Open-World-Games und dafür ist das schon echt ein Brecher. Meiner Meinung nach ziemlich krass. Was bedeutet das für den Marathon? Wir machen ja gerade den Assassin's Creed Marathon 2. Bei dem wir alle Assassin's Creeds nochmal durchspielen. Wir haben jetzt ja angefangen Sonntag, also gestern, mit AC1. Und wir sind schon gut vorangekommen, haben die ersten 4 Attentate gemacht. Insgesamt sind es 9. Ich habe mal ausgerechnet, bei 4 Stunden pro Stream, 81 Streams.
Das ist eine Menge. 81 Streams, 3 Streams die Woche, da sind wir bei ungefähr 27 Wochen. Ein Monat hat nicht 4 Wochen, nur der Februar hat tatsächlich 4 Wochen. Alle anderen Monate haben mehr Wochen im Schnitt. Ja, 4,34524 Wochen gibt es pro Monat im Schnitt. Und teilt man das dann durch die 27, dann ergibt das 6,2 Monate Assassin's Creed Marathon. Das würde bedeuten, wir wären im April fertig. Mitte April werden wir fertig. Allerdings kommen da noch weitere Games raus. Zum Beispiel God of War. Das kommt jetzt im November raus. Dann haben wir noch Skull and Bones. Das kommt im März raus. Und Hogwarts Legacy im Februar. Das sind drei Brecher. Drei Titel, die alle für sich sehr viel Zeit schon in Anspruch nehmen werden. Sodass wir wahrscheinlich erst Juni fertig sind. Wenn überhaupt eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, wo ich so ausspreche. God of War wird ja locker 30, 40 Stunden Spielzeit sein. Skull and Bones, same. Hogwarts auch. Also, wir werden da wirklich lange für brauchen. Und da Assassin's Creed Mirage ja im nahtlosen Anschluss kommen soll, bislang zwar noch nicht angekündigt wurde, aber der Leak sagt, zwischen April und Juni, eher Mai, Juni, müssen wir wahrscheinlich reinhauen. Also, falls es im Oktober oder so kommt, ist natürlich alles super chillig. Ist das aber nicht der Fall, müssen wir auf jeden Fall Event-Streams machen. Und da spreche ich natürlich von einem 12-Stunden, von einem 24-Stunden. Nicht, dass ich das unbedingt durchzocke, vielleicht im Wechsel mit einem anderen Streamer oder so. Vielleicht, dass man mal ein Unity-Koop-Event macht, wo man wirklich reinhaut und über viele Stunden Progress macht. Also das wird auf jeden Fall dann kommen müssen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ihr wahrscheinlich feiert. Also ich werde immer mal wieder gefragt, wann gibt es mal einen großen Stream? Und ich sage dann immer, dass mich das halt zu sehr schlaucht und ich danach dann umso fertiger bin. Aber da muss ich dann durch einmal dem Marathon zugute. Denn man kann keinen Marathon anfangen und ihn dann nicht schaffen. Ne? Also das geht dann nicht. Es geht nicht ums Gewinnen bei einem Marathon, aber es geht ums Dabeisein. Und es geht aber auch um das Durchziehen. Dran. Und ja, das sind die Folgen für den AC-Marathon. Ihr seht die Übersicht. Wir streamen den ja aktuell dienstags, donnerstags und sonntags planmäßig von 18 bis 22 Uhr. Das heißt, ja, wir haben viel Livestream-Content in den nächsten 6 Monaten vor uns. Das Ganze wird ja unterbrochen durch die AAA-Releases, die ich sonst eben auf meinem Kanal auch thematisieren kann, möchte und will. Ja, das war's dann zu allen Assassin's Creed Games. Ich frage mich, was hat euch am meisten überrascht oder umgehauen? Dieses Video habe ich 2020 schon mal gemacht, jetzt dauert es noch deutlich länger. Und präsentiert durch eine professionelle PowerPoint-Präsentation macht das natürlich nochmal so einiges her. Denn wie gesagt, ich heiße ja nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen. Mit einem Abo hier auf meinem Kanal, dann habt ihr auch in Zukunft solche wunderschönen PowerPoint-Präsentationen für Assassin's Creed für euch. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, wir sehen uns bald. Euer Wald. Ach, und bevor ich es vergesse, schaut gerne auf Twitch vorbei, twitch.tv/fragenart. Da machen wir den Marathon. Link haue ich euch unter das Video. Ciao, euer Bau. Liebe Leute, mein Name ist Fragenart und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragenart. Bis später, euer Peter. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.